Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. In der letzten Folge haben wir uns auch für diese Diebeshöhle gemacht und das Amulett von, hast du nicht gesehen, zurückgeholt. Also, ich dachte, was liegt denn da, eine Katze oder was? Und heute bringen wir es damit auch zurück und zwar müssen wir... Huch, was? Wieso müssen wir da hinten hin? So, Freunde, da sind wir wieder. Sorry, ich habe gerade ein paar Gäste gegessen. Ich muss mal kurz was trinken. Ich habe gerade das Spiel wieder abgekackt. Und da habe ich gerade ein bisschen, währenddessen ich die Xbox neu gestartet habe, ein paar Kekse gefressen. Und unser Pferd ist hier. Ich weiß zwar nicht, wie es hierher gekommen ist, aber ich bin dankbar dafür, dass es hier ist. Denn damit haben wir einen leichteren Weg da hinten hin. Und ich frage mich, warum der Typ, der uns anscheinend diese Quest gegeben hat, irgendwo in der Pampa ist. Oder liegt irgendwo tot auf dem Boden. Das hatte ich nämlich schon einmal, dass ich eine Quest hatte für jemanden, der endlich tot auf dem Boden lag. Bei den Göttern schon wieder ein Kampf. Wer bist du? Jäger. Achso, der jagt nur ein Tier. Achso, das ist der Hund vom Jäger, okay. So, theoretisch können wir uns auch einen Hund organisieren, aber naja. Hallo. Wenn ihr gekommen seid, um unsere Ware zu begutachten... Du bist das! Das war der, den wir... euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Die haben wir das letzte Mal oben im Norden getroffen. Ich mache mich aus dem Staub. Die Wege von Himmelsrand führen zu viel. Ich habe euer Amulett. Da ist es. Aha, meine Heimat. Falls ihr jemals die Fertigkeiten eines Khajiit-Kriegers braucht, wäre es mir eine Ehre, mit euch zu reisen. Ach, wie cool. Bis dahin, hier, das ist für euch, als Zeichen meines Dankes. Dankeschön, wow, richtig viel Kohle. Ich hoffe, ihr was kommt nun? Hier, um mit uns zu handeln. Oh, hier trennen uns unsere Wege. Volkiha, falls ihr mich braucht. Ich hab... Dieser Sand ist kalt. Folge mir. Dann geht voraus, Freund. Naja, Freund ist die richtige Bezeichnung für das, was wir jetzt vorhaben, Freunde. Ach, mein Pferd haut ab. Naja, ist egal. Ach, es ist der Jäger, der gerade ein bisschen hier rumspielt. Und wo befinden wir uns gerade? Ah, wir wollen heute nämlich Richtung Schrein von Bofia reisen. Und deswegen habe ich auch kurzfristig meine Begleitung geändert, weil ich Sera da nicht mit reinziehen möchte, was wir jetzt vorhaben. Und mir ist es gerade so spontan eingefallen, als ich diesen lieben Khajiit getroffen habe, der mir plötzlich 1500 Geld gegeben hat. Ich wollte schon Kronkorken sagen, Gold. Tja. Ich revanchiere mich dabei, indem ich ihn Teil des Spiels mache. Ja, ich bin so nett. Könnt ihr mal sehen. Ich bin ein Let's Player, der die Figuren, der die NPCs auch zu verstehen weiß. Der weiß, der Typ, der möchte doch unbedingt mit mir eine Quest machen. Und deswegen mache ich mit dir auch eine Quest, lieber. Dafür müssen wir halt nur auf diesen komischen Berg steigen und ein bisschen was mit dir erledigen, ne? Och, hallo Pferd. Wieso bist du jetzt plötzlich immer hier? Als ich zu Fuß die ganze Zeit reisen musste, warst du nicht einmal bei mir in der Nähe. Und jetzt plötzlich, jetzt plötzlich hast du es drauf, ne? Ist echt unglaublich, dieses Pferd. Dieses Pferd. Naja. Bitte fall mir nicht nochmal aus, Xbox. Dankeschön. So, Karte. Wir möchten hier hin. Ich mache mir da einfach mal eine Markierung hin. Ist richtig, gut. Der Ort befindet sich da hinten, okay. Ich wollte schon sagen, wieso kann ich da hinreisen, obwohl ich den noch nie entdeckt habe. Nein, der wollte nur eine Markierung machen. Also gut. Ich denke mal, wir können hier ganz easy durch die Berge gehen. Wir müssen halt gleich nur warten, weil unser Typ wird uns wahrscheinlich hier nicht her verfolgen. Nee. Nee. Oh, da ist auch schon der Schrein. Wir können ihn auch schon sehen. Wir müssen halt gleich nur am Schrein warten, dass er uns hinterher dackelt. Wie heißt du überhaupt? Ich habe seinen Namen gar nicht gemerkt. Wie unhöflich. Ich reise mit einer Begleitung, der sie...
der mich anscheinend mag und kenne seinen Namen noch nicht mal. Was geht denn hier ab? Wieso wehrt ihr euch nicht gegen den Eistroll? Oh, der ist kurz vom Abnippeln, ey. Meine Wilderei tut doch niemandem. Eine Hütte. Ich meine, wir kommen sowieso nicht da an der Hütte vorbei, ohne zu Bufias Schrein zu gehen, glaube ich. Deswegen können wir auch ganz easy zur Hütte gehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich diese Hütte kenne. Oh Gott. Spiel. Jagt mir keinen Schrecken ein. Ich glaube, wir müssen da sowieso dran vorbei, um den Berg zu erklimmen. Deswegen macht das nichts. Ja, ich glaube schon. So, Hütchen. Der Hüt. Der alte Hüt. Wo bist du? Muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da ist sie ja. Ich glaube, das war so eine Banditenhütte, soweit ich mich erinnern kann. Verräterposten entdeckt. Hört sich glatt nach Banditen an, würde ich sagen. Und nicht weiter. Ist das aber eine Überraschung? Was zum Teufel? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen. Ah, ich habe mich natürlich nicht versteckt, ne? Das war gar nichts. Alter, wenn ihr mir gleich meine Begleitung tötet, dann raste ich aber aus hier. Das nehmen wir mit. Ich würde gerne, aber ich darf eigentlich nicht. Ich bin schon so fett. Okay, zwei Gewicht geht noch. Habt ihr nicht drauf? Kopfgeldsammler? Da scheint mir jemand zu helfen. Und das nicht mal gewollt. Das ist so ein Kopfgeldjäger, der eigentlich hinter mir her ist. Seid ihr bereit, heute zu sterben? Was brennt denn da alles? Genug, genug! Ich ergebe mich! Los, versucht doch euch zu wehren! Das war der Kopfgeldjäger. Hier drüben! Zeit zu sterben, Held! Um, wenn ich es muss! Alter, du bist stark! Kajo. Ach du Scheiße. Da müsst ihr schon besser sein. Verdammt! Das war schon alles? Wirklich? Das war Nummer 1. Gajo, bitte nicht sterben. Dämmerwacht? Was ist denn hier alle? Was geht denn hier ab? Kopfgeldsammler, Dämmerwacht. Alle wollen sie mich haben. Was war das? Nie herkommen sollen. Ihr alle könnt werden hier reingezogen. Wir verstecken. Damit wäre das erledigt. Nicht ganz, mein Freund. Ach Scheiße. Boah, ich bin verwirrt. Da kommt die Dämmerwacht hier angescheißert, ne? Das ist echt unglaublich. Ich muss sagen, Kajo, du bist eigentlich ganz geil, ne? Das Problem an dir nur ist, dass du ein Nahkämpfer bist. Schießt du mich immer noch ab, obwohl Kajo gegen dich kämpft? Alter. Boah, ist da weit geflogen. Kajo? Du bist eigentlich eine coole Nummer, ne? Khajiit bewacht euren Rücken. Danke, danke, danke. Bewacht ihr die Karawane? Nein, das können wir schon, ne? Naja. Kannst du ruhig den richtigen Namen sagen? Okay, das wäre jetzt ein bisschen seltsam. Da, Kopfgeldsammler. Oh Mann, aber ich kann doch nicht so viel tragen. Jungs, das geht nicht. Sehen wir uns wieder. Ich bin mir sicher, dass wir uns... Ja, er hat wieder 2000 Kohle. Ah, oh, bitte, dankeschön. So. Zweimal gravierte Nordrüstung und schon sind wir alles wieder los.
Wie ich es liebe. Oh Mann. Naja, wir hatten zwei gravierte Nordrüstungen dabei. Ist ja ganz klar, dass wir überladen waren. Naja, wir sind schon wieder ziemlich gut befüllt. Jetzt müssen wir wieder eine Weile warten, bis unser Freund wieder Geld hat. Aber naja. So. Gehen wir weiter in die Richtung. Das war ja mal ein Abenteuer. Oh, da kommt so einfach alles zusammen. Huch. Das ist der Ort, wo ich hin wollte? Ah! Habe ich dich gefunden. Da wollen wir nämlich rauf, Freunde. Und unser Kanjo wird uns helfen, diese Quest zu beenden. Was ich natürlich ein bisschen schade finde, weil er doch schon irgendwo so ein cooler Typ ist. Der eigentlich doch schon recht guten Schaden gemacht hat, muss ich sagen. Bleibt einfach stehen. Kommst du, Kajo? Oder wie spricht man das aus? Kajo? Kajo. Schnurr. Ich glaube, der weiß, was ihm hier oben blüht, oder? Nein, weiß er nicht. Er weiß es nicht. Finde den Bovia-Kult. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Boetia, meine ich natürlich, sorry. Wer ist Boetia? Der Fürst der Pläne, Täuscher der Nationen, Verschlinger von Trinimark. Die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung. Er, der zerstört, und sie, die auslöscht. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht. Sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus, und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern, deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Dies war euer letzter Fehler. Okay. Ist das eine Art Kult? Wir sind nach Boetias Vorbild erschaffen. Mit unseren Zungen und Klingen prägen wir der Welt unseren Willen auf. Ihr seid ein Nichts. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Du mich auch, Alter. Ich habe keine Angst vor euch. Gut, vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Okay. Ihr seid ein Nichts. Ja, ist gut. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Ja. Der Fürst, unser Fürst. Namen bedeuten unserem Fürsten. Ich brenne vor Tatendrang. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrein. Befehlt eurem Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehrlos machen. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Ich mache es. Das bleibt abzuwarten. Doch wenn es so ist und Boetia erscheint, werden wir euch als einen von uns willkommen heißen. Ihr wart schwach. Nun seid ihr tot. Welche Zeichen habt ihr hinterlassen, damit wir uns an euch erinnern? Ich kann ja mal nachgucken. Wollt ihr euer Können gegen mich auf die Probe? Klinge der Opferung auch gut. Ein Wort oder ein Dolch zum richtigen Zeitpunkt. Beide können ihren Zweck erfüllen. Holy shit, was ist mit deinen Augen nicht in Ordnung, Mann? Geh mal zum Arzt! Obwohl wir im... Oh, wo ist die andere hin?
unauslöschliche Zeit. Habt ihr alle so komische Augen? Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Was bist Zeit. Du? Obwohl wir im Schatten leben, ritzen wir unauslöschliche Zeichen. Alter, ist das gruselig mit seinen Augen. Obwohl wir im Schatten leben. Wenn ihr Boethias Aufmerksamkeit wollt, müsst ihr Sklaven auf ihrem Schrein töten. Ich will es nicht berühren. ihr müsst was für mich tun. Was braucht ihr? Was gibt es? Benutze das Ding. Sehr schön. Und jetzt? Was steht denn da? Lock jemanden in die Fänge des Schreins und ermorde ihn. Achso, okay. Dafür haben wir ja die zeremonielle Klinge gerade geklaut. Ich glaube aber nicht, dass es die ist, die wir benötigen, es sei denn, wir haben zwei. Wieso haben wir so viele Stahldolche? Wieso sind sie alle gestohlen? Stahlbolzen, Klinge der Opferung. Tatsächlich, wir haben zwei davon. Warte ganz kurz. Stahl-Mondamulett, das möchte ich haben. Ich möchte das Mondamulett einfach wieder zurückhaben. Es ist meins! Ich hab's gefunden. Fleisch zu tragen ist so widerlich. Ihr habt meine Aufmerksamkeit erregt, Sterblicher. Das ist äußerst unklug. Sag, weshalb habt ihr dieses Geschöpf, das euch Vertrauen schenkte, hier auf meinem Schrein getötet? Ich hatte niemand anderen gefunden. Ich habe Kaja umgebracht, um in eurer Gunst zu stehen. Meine Gunst? Mein Wohlgefallen ist keine Trophäe, mit der Sterbliche sich schmücken. Ich sollte euch für eine derartige Unverschämtheit töten. Ich habe keine Angst vor euch. Tatsächlich? Das solltet ihr aber. Obwohl ich durchaus Verwendung habe für ein Herz, das keine Furcht kennt. Vielleicht seid ihr die Person, die ich suche. Wir werden es bald herausfinden. Hört alle her! Ich benötige einen Krieger. Es kommen nur die unbarmherzigsten, durchtriebensten und gewandtesten in Frage. Ihr habt euch Nacht für Nacht hier versammelt, Trottel auf meinem Schrein geopfert und euch die Zeit mit ziellosen Übungskämpfen vertrieben. Doch wer von euch ist den anderen wahrhaftig überlegen? Beweist euch mir. Ich habe eine besondere Aufgabe für denjenigen, der am Ende übrig bleibt. Wieso bist du fast tot? Achso, wir sollen da drinnen kämpfen, okay. Jetzt einfach auf! Da habe ich eine gute Idee. Freunde, da habe ich eine richtig gute Idee. Wir nehmen Zerstörung. Und gehen auf... Kettenblitz wäre auch eine ganz, ganz schöne Sache, ne? Aber ich glaube tatsächlich, Sturmwand brauchen wir. Sturmwand, wo haben wir Sturmwand? Sturmwand, da. Leidet unter meiner Macht! Die eine hörte sich gerade an wie Sera. Ich hab kein Mana mehr. Dann zieht euch das mal rein. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, wieso kriege ich so keinen Schaden in meinen Blitzen? Könnt ihr nicht gewinnen.
Oh. Gut gemacht. Ihr habt eure Willensstärke und euer schwindlerisches Talent unter Beweis gestellt. Ihr habt Brutalität und Geschick im Kampf gezeigt. Es ist nun Zeit für eine letzte Prüfung. Seid ihr dazu fähig, eure Ehre beiseite zu legen und mit der verborgenen Klinge zuzuschlagen? Ehre ist was für Feiglinge. Eine scharfe Beobachtung. Himmelsrand ist eine herbe Schönheit. Doch ihre Bewohner halten an einem derart kleinlichen Ehrbegriff fest. Mein bisheriger Champion erregt mein Missfallen. Es ist an der Zeit, ihn zu ersetzen. Auf althergebrachte Art. Um wen geht es? Ich spreche seinen Namen ungern aus. Etwas, das einen Namen besitzt, an den man sich erinnern kann, lässt sich nicht auslöschen. Und wo finde ich ihn? Ihr werdet ihn in seinem Versteck am Meereskamm finden, wo er sich als König von Banditen und Wegelagerern aufspielt. Was hat er getan, dass er euch so verärgert hat? Er hat eine Zeit lang seinen Zweck erfüllt, doch diese Zeit ist jetzt vorbei. Er missbraucht meine Geschenke zum eigenen Vergnügen. Und das einzige Vergnügen, das ich dulde, ist meines. Ich habe verstanden, er ist so gut wie tot. Tötet sämtliche Mitglieder seiner Bande. Erledigt das möglichst leise und unauffällig. Denn hier geht es nicht um euch. Ihr seid lediglich mein Werkzeug. Jawohl, Sir. Ermordet ihn kaltblütig. Lasst ihm gar nicht erst die Würde einer Gegenwehr. Sobald seine kalte Leiche auf dem Boden liegt und jegliche Spur seiner Anhänger ausgelöscht ist, holt ihr euch meine Ebenerzrüstung. Ein Geschenk, das meinem wahren Champion vorbehalten ist. Geht klar. Was für ein Scheiterhaufen. Gut, Freunde, das war's dann, würde ich mal sagen, für heute. Morgen geht es los und wir begeben uns zu unserem Auftrag, den uns Boetia gegeben hat. Ich finde Boetia immer noch den schöneren Namen, aber gut. Messerkamm. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.